Und weiter geht's heute mit gesunden Vorräten für unsere grüne Speisekammer. Wir machen heute ein Hydromel mit Thymian. Was ist ein Hydromel? Ihr kennt bestimmt den Oxymel. Während ein Oxymel ein Mix aus Essig und Honig ist, ist ein Hydromel ein Mix aus Wasser und Honig. Beide werden unter anderem in der Naturheilkunde angewendet. Hier ist ein Basisrezept für ein Hydromel, also fermentierten Honig. Dieser Honig wird zusammen mit Wasser im Verhältnis 1 zu 8 vermischt und so fermentiert. Ich habe zusätzlich auch noch Thymian dazu gegeben, getrockneten Thymian. Am Beispiel für 700 ml rohen Honig habe ich 70 ml Flüssigkeit dazugegeben, damit das Ganze fermentiert. Statt gefiltertes Wasser habe ich hier einen frisch gepressten Hagebuttensaft dazugegeben. Das alles wird richtig, richtig gut verrührt. Dann in eine Flasche gefüllt, geschlossen und wir lassen alles ca. 2 Wochen fermentieren. Dann absieben und fertig ist unser Heil-Hydromel.